Interstate to Hell. Wir geben in unseren Shaker 3CL Jägermeister und 3CL Jack Daniels, dann 3CL Amaretto und 9CL Cranberry Saft. Das Ganze shaken wir dann mit Eiswürfeln einmal gut durch. Yes. Packen uns ein mit Eiswürfeln gefülltes Cocktailglas und sein das Ganze ins Glas ab. Schmücken das Ganze noch mit hier so Chilischoten und Cheers!